vorhin gegen Alternate doch recht überzeugend auftreten. Jetzt auf eine andere Map mit Stand-In. Mal schauen, was der hier so reißen kann, der gute Tornado Tony. Sieht schon mal ganz gut aus, der Maus. 3 an 3. Jetzt gegen einen. Und der wird auch geholt. Ah, Swap vielleicht. Map wird auf jeden Fall D2 bleiben. Das wurde vorhin schon entschieden. So, unten die Settings. Boah, die sind ja sogar noch richtig alt, vom 7.9. Also da gibt es schon neuere vom 6.11. Und jetzt gestern oder heute gab es ein Update. Da gibt es dann die neuesten Settings von der ESL, wo ein paar neue Befehle mit drin stehen, die seit dem Update jetzt kommen. So, Mousetrap tatsächlich als CT. Wollen wieder Restart haben. Warum auch immer. Vielleicht für das Equipment gekauft oder so. So, Rush natürlich mit dem exakt selben Aufbau. Huch, hat schon gute Hits bekommen. So, Big geht's raus. Tornado, Tony mit dem ersten. Trouble zur Stelle. Tony. Schöner AE, nur das ist nur noch Fofkin am Plateau. Boah, saubere Runde. Kein einziger Mann verloren. Hier von Maus. Krass. Ich glaube, es ist wirklich extrem schnell aufgeräumt. Vor allem den Nex. Hat Hooch dort Mitte gut Schaden gegeben, schon am Anfang. So, gewohntes Bild bei Maus, zwei lang. Strux die Mitte, 2B. Was? Was macht Strux da? Oh mein Gott, das sah nach Mausradbug aus. AKA Telly. Ich hoffe mal nicht, dass es so eine Maus hat. Wir müssten ja eigentlich alle eine Razer-Maus haben. Wir werden ja schließlich von Razer gesponsert. Macht hier wieder allein A. Strux jetzt alle T's. Und drückt durch. Oh, hier ESA ist dann auch nicht mehr so gut. Trouble am Spot. Ohne Waffenmodel. Macht beide. Aber was eine knappe Runde eigentlich. Verstehe nicht, warum Star Wars da auf Teufel komm raus lange rauspushen muss. Ich meine, gut, er hätte den Frag bekommen, wenn er da nicht den Fail mit dem Waffenswitchen gehabt hätte. So, rusht wieder bei Cutters, Mitte runter. Da gab es die Mitte Flash raus, Struxi war daran nicht bereit. Immer noch blind, aber hat Support von X bekommen. Der rundet auf. Und kurz, letzte wird von Trouble geholt. Also alles nochmal gut gegangen. Da zahlt sich aus, Maus 2-1-2 spielt. Müssten die Russen jetzt auch schon direkt mitbekommen haben. Und nutzen das vielleicht jetzt direkt aus. Spielen ebenfalls Standardaufbau. Zwei Cutters, einer spottet da Mitte, dass da nichts reingeht. Tornado Tony mit Ave. Ui, hat sogar Fußhit bekommen. Also der LK. So, 2-1-2 jetzt abgebrochen. Struxi schiebt ihn auf A. Hilft dort Star Wars an Lang. Tornado. Tony im Battle 2. Kommt er den ersten holen? Ein Q.
kurz, glaube ich. Ne, ist A durch schon. Next deckt aber die Mitte. Schöne Headshots. Boah, die Waffe hat super viel Munition. Aber Tornado Tony, sehr schöner Refrag. Und Stavros weiß, dass er noch auf A einer ist. Und das ist nicht die Bombe. Die ist jetzt gerade B raus. Perfekter Fake. Schöner Headshot von Stavros. So, wenn jetzt die Bombe geplant wird, wissen sie genau, dass da B gelegt wird. So, Bombe kommt auf jeden Fall durch. So, haben nur ein Kit, aber immerhin. Besser als keins. So, mich würde echt mal interessieren, wer das ist. Ist das jetzt eine Frau? Ist das ein Typ? Boah, schöne Flash. Und Stavros sollte da weg. Sollte da Tony diffusen lassen? Ah, von der Zeit her. Doch, das reicht noch. Sehr gut. Also es ist 14-0 für Maus. Was ich eben noch sagen wollte, das Einzige, wo ich 2H hinten gelesen habe, irgendwann mal, ist eigentlich Romschke. Aber ich denke, wenn das Romschke wäre, würde man das Feld vor Ort oder so lesen können, dass das Romschke ist. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass es ist. Das ist ja die Freundin von ihm oder so, ich weiß es nicht. Aber sieht nicht so aus, als ob das ein Mädel wäre. Vielleicht ist es so einfach ein Russen-Source-Spieler, der mir überhaupt nicht geläutet ist, den ich nicht kenne. Fofke mit Refrag. Boah. Schön runtergedroppt. Gutes Momentum genutzt. Der hat gerade gar nichts. Erster CD-Base. Fofke wurde da geholt. Lang wird noch gespottet. Schöner Headshot von LK. Schöne Runde bisher von ihm. Und da war es nur noch gegen 2. Spotter Struxi. Tornado auch schon da. Wer macht den auch? Sehr stark. Vor allem an Lang da extrem den Druck hinterher aufgebaut. Durch die HE rein und dann direkt hinterher reingeschossen. Reingeholzt. Aber die Russen auch gut reagiert. Kurz durch. Base gedroppt, einen Frag bekommen. Da hat, glaube ich, dann leider die Smoke gefehlt. Oh, alle Mann B. Aber, oh, das gibt wieder Mitte-Flash. Struxi und Next müssen da gleich aufpassen. Oh, Next stirbt. Struxi mit AK. Macht 2. Oh, da verrecken sie gegen so... Bin ich Split, gut sogar mit AWP, wenn er da jetzt einen fixen Pick ziehen kann. Weil muss er Mate da reinlassen. Entscheidet sich jetzt defensiv zu gehen mit dem wenig HP. Maus hat noch viel Equipment, müssen sie eigentlich machen. Oh, Hutscher das Tor, beide. Oh, schöne Entscheidung von Trouble. Oh, ganz wichtig, dass du das Duell jetzt gewinnt. Und Hutsch verschießt. Oh, ganz wichtig. Krass. Wenn Hutsch da den Schuss trifft, dann sieht es gar nicht mal so gut mehr aus für Maus. Trouble, da vielleicht ein bisschen Glück. Hutsch haben da ein bisschen die Nerven geflattert. Dennoch, eine schöne Präsentation hier bisher von Maus. 6-0. Wirkt sehr dominant. Maus hat auch keinerlei Grund, hier irgendwas umzustellen. Und das dauert jetzt aber holen. Drei Stück kann er ansagen. Struxi hilft. Mit dem ersten. Einer noch hinter der Kiste. Struxi hält das aber Ganze noch ganz gut auf. Schabli wird jetzt kurz schon zu tun bekommen. Hat den ersten gespottet. Oh, das Waffenmodell fehlt halt immer noch bei ihm. Sehr schön. Tornado Kutoni konnte da einen Mittelspieler machen. Steg noch Hutsch. Jenny an Lang jetzt Struxi gemacht. Oh, ganz knapp. Das ist ein schöner Support von Tornado Kutoni direkt daneben gestanden.
So wollen wir doch mal sehen. Das sieht doch danach aus, dass man hier im Saft steht für die EPS Finals. Und nicht nur EPS Finals stehen an, sondern auch nächste Woche NorthCon. Und da ist klar, dass Maus jetzt gerade ein bisschen mehr am Spielen ist, als vielleicht in den letzten Wochen, wo nichts weiter für sie anstand. Jetzt nach dem ISWC. Maus ist aber erstmal First Weg gefangen. Trouble diesmal an langen Starforce auf Spot. Oh, schöne Gerdi. Boah, Starforce war da richtig lang blind. Das sieht erstmal gut aus für die Russen. Schuss. Der Team macht's gut erwartet. Hat das rein jetzt endlich mal die Bombe gelegt. Krass, hat er nichts gesehen. Maus kommt da. Ah, Scorpio gelegt. Krass. Sehr schön. Hab mich schon gefragt, wo die T's da alle weggehen. Maus entscheidet sich auch richtigerweise zu safen. Sollten da vielleicht Toni noch mit rausholen? Kommt er weg? Ja, also mit drei Mann überlebt ist super. So viel Geld ist da nämlich auch gar nicht da. Das heißt, man muss schon mal legen. Trotz der sehr hohen 7-0-Führung. So, die Frage kam nochmal auf, ob Maus noch Chancen auf die Playoffs hat. Ich meine ja, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, da ich keinen genauen Überblick habe über die anstehenden oder über die fehlenden Matches. Es neigt sich auf jeden Fall am Ende zu. Maus könnte sich, wenn sie alle Spiele gewinnen, heute glaube ich auf dem dritten Platz spielen. Da darf man aber nicht vergessen, dass die anderen Teams natürlich auch noch Spiele haben. So, schneller Kurzscout von zwei Ts. Der erste Headshot von Star Wars kann der Viererkiste auch ansagen. Sehr schön. Boah! What? Was für zwei geile Headshots von Star Wars. Der ist heute extrem heiß. Hat er vorhin schon gegen Artet übel die Dinger rausgehauen am B. Vielleicht auch so ein Spieler, der viel spielen muss. Und dass man. Wenn er das tut, dass man ihm das direkt anmerkt. Stand ja ein bisschen in der Kritik letzter Zeit. Aber bisher macht er einen super Job. Drückt auf jeden Fall schon mal enorm. So, wird verzögert lang eingenommen. Ist doch was wieder den ersten gesehen. Und die HE wird wehtun. Zack, der ist er tot. Ging der Lango von Rushed überhaupt nicht auf. Maus hat das gut gespielt. Smoke von hingelegt. Ah. Dann gewartet, ob Steps kommen. Dann mit Flash rumgezogen. Grube hingenommen. Fertig. Die Russen noch immer irgendwie einzeln aufs Duell. Maus macht das gut. Gehen immer auf Refrag. Und das zahlt sich einfach aus. Auch wenn wir jetzt hier immer relativ knappe Runden dann. Also Überzahlsituation hat, so wie jetzt das 2 gegen 1. Aber wenn man solche Situationen gut runterspielt, gut handelt. Dann gewinnt man die auch meistens. Toni! Geh doch auf die M4! Och, wie unnötig. Ach. Die M4 liegt direkt vor ihm. Wenn ich den ersten Schuss versammelt hätte, hätte ich die M4 gepickt. Dann rumziehen und in die Fresse geschossen. Schade. Aber da merkt man vielleicht auch die mangelnde Erfahrung bei Tornado Tony. Einer der schlechtesten Nicknames ever, würde ich mal meinen. So, konnte aber wieder First Track setzen an Mitte oben, glaube ich. Ja, ja. War auch fahrlässig von dem T da runterzuziehen, bevor die Smoke kommt, die jetzt Eddick wirft. Werfen wollte. Jetzt wieder alle Mitte versammelt. Star Wars blockt das erste Mal kurz allein. Ohne Welt. Boah, sauber. Er ist ja immer so früh, so schnell drauf. Boah, sauber, Mann. Spitze so überragend. Und nachdem ist er auch Insta drauf. Schade, den hätte er fast noch bekommen. Oder hat ihn sogar bekommen.
Gut, stirbt gegen Tornado Tony. Und was auffällt, Rush tut ab und zu mal eine Runde. Zumindest zwei bisher. Und geben dann direkt die Anschlussrunde ab. Und so können sie einfach kein Geld aufbauen. So können sie auch kein Spiel gewinnen. Das sieht nach dem nächsten Sieg aus für Maus, auch wenn ich hier nichts überstürzen will. Durch die Smoke. Nice. So, mit der Bombe down ist aber auch ein Eco. LK über lang. Auf Star Wars. Und gegen den ist halt wirklich kein Durchkommen. 10-2 somit. Boah, sogar wenig Geld bei den Russen. Also Maus hat sie dadurch broke gesetzt, wirklich. Tja, also wir können uns merken, Inferno läuft, das 2 läuft. Vielleicht sehen wir nachher noch eine dritte Map. Gucken, ob die läuft. Kann mir gut vorstellen, dass wir gegen Navi sogar Mirage sehen oder so. Das könnte dann vielleicht sogar spannend werden. Denn Mirage ist ja wirklich die 1-6 lastigste Map bisher. Droni wieder mit dem Opening. Das ist aber echt wunder. Gutes Zusammenspiel da an der Kante, zieht immer Struxi rum. Trouble dann auch immer keine Chance dafür rusht. Das ist wirklich enorm schwer, da drauf zu gehen. Da braucht man wirklich, muss man sich wirklich viel überlegen, wie man da gegen den Spotspieler agiert. Ich denke, das wird man in nächster Zeit oft sehen, dass der da irgendwie ausgehebelt wird mit guten Granaten oder so. Bin ich schon gespannt, was sich die Teams einfallen lassen, um da besser auf dem A drauf zu kommen. Was über kurz bisher, finde ich, nicht so einfach ist. So, diesmal stirbt Trubel direkt an lang. Maus baut aber um. Nimm jetzt kurz ein. So, Nix pusht Cutters. Das kommt echt nochmal weg. Haben sie jetzt hier den Ausgleich geschaffen, aber wenn es da was ultra low ist. Ist jetzt an der Viererkiste, nette Posi. Damit rechnen sie nicht. Ach schade, ein bisschen zu früh umgezogen, glaube ich. Gab eigentlich noch keinen Grund rumzuziehen. Hätte vielleicht eher auf die Bombe warten sollen. Die ist nämlich noch nicht mal lang durch. Also hätte er wesentlich mehr Zeit rausholen müssen. Halt wesentlich länger überleben sollen. So, das wird die dritte Runde für Rushed sein, aber wenn es so weitergeht, also wenn man ja, eigentlich müsste Maus jetzt wieder die nächste Runde holen. Denn sowas bisher in dem Spiel immer. In der Begegnung. Ja, immer lang versuchen. Verstehe ich nicht. B jetzt mal raus. Tornado Tony war lang. Und es scheinen sie direkt gecheckt zu haben. Tornado Tony normalerweise B-Spieler. So, Bombe schiebt erst spät nach. Kommt jetzt erst ungefähr Cutters und einer nach links direkt am Tor. So, den wissen sie jetzt. Cutters wissen sie auch. Aber da werden sie von Mitte attackt. Boah, zum Glück macht Trouble ihn. Jetzt fahren sie rein, Hut, letzte Cutters. Und wird von Struxi geholt. 12-3. Sehr, sehr schöne Halbzeit. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass es so deutlich wird für Maus. Natürlich auf einen Sieg gehofft. Überrascht. Ich guck mal fix nebenbei auf dem Laptop. Steht, glaube ich, auch nicht so schlecht da. Oh, okay, doch. stehen sogar unter Maus. Auch vor dem Spiel hier. Also, sie stehen da in Position 10. Da müssen sie auf jeden Fall auch noch einiges zulegen. So, Rush hat das gepusht, haben aber First Check gefangen. Kassen jetzt den nächsten Track. Genie auf Low. Krass, die Russen schießen einfach nicht so um.
haben aber auch null. Oh Mann, sauber. Haben beide schnell geschalten. Und da stirbt der letzte auch noch. Also wenn das nicht mal das GG ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, das krasse ist, Struxi könnte jetzt Instant Ave kaufen. Also man braucht irgendwie nur einen Kill, noch ein Knife und dann... Er hat auch direkt Ave. Das ist natürlich enorm imbar. Aber ich finde es gut, dass es für Knife Kills so viel Geld gibt. Das sind immer die schwersten. Ist da auch direkt mit dem fünften Gang in der Mitte raus. Was mit dem Cutter so ein Attack? Das juckt ihn gar nicht. Nut killt ihn aber auch nicht. So, langsam sind sie durch. Fofkin hat die Arme gepickt. Einer ist noch Cutters gefangen. Dürfte es da was sein? Jetzt die Waffe. Bis jetzt noch mal versuchen. Aber keine Chance. Gegen Tornado Tony. Maus direkt auf die Jagd. Die wollen die Arme mitbringen. Sie wollen sie wieder haben. Und sie kriegen sie auch wieder. Oh, das verdenkt. Das verdenkt, das verdenkt. Man hat sie bekommen. Aber richtig knapp. 14:3 schon der Spielstand. Tja, wenn das hier so schnell weitergeht, dann können wir sogar nochmal in ein anderes Spiel reinschalten. Es sind ja doch einige live nebenbei. Aber erstmal das Spiel zu Ende machen und dann schaue ich mir an, was noch so live ist und was sich lohnt, reinzuschalten. So, wer ist das neben ihm am B? Nix. Sehr schön, also Staffel ist heute wirklich eine Bank. Kann man nicht anders sagen. Freue mich schon auf Samstag. Maus mal wieder im LAN. Mit der Form sollten die EPS. Sollte die EPS eigentlich locker gewinnbar sein. Gegen AWP. Kann er ebenfalls mit den Flex setzen. Auf zwei sogar. Oh, ist jetzt mittig versammelt. Alle Mann. LK Step dort könnten ihn wegsprengen. Da gibt es die Flash und Travely zieht zu früh rum. Keine gute Absprache da. Bei den Mäusen. So, zwei Blocken kurz. Next vielleicht. Wird weggeflasht, Struxi kriegt den Headshot. Nix mit einem, da ist aber noch einer vor B. Oh! Nice Shot, er hat 100 HP, kann es sogar fast noch machen. Oh, kriegt aber gute Hits von dem CDB, von dem Kurzspieler und der. Oh, Genie auch direkt am Tor. Und. So, nächste Runde für Rush, die vierte ist overall. Danke übrigens an Nils. Der schreibt, Jenny war früher. Amateur 1-6 Spieler und 2H steht für das ehemalige russische Mixteam Too High. Oder wahrscheinlich auch Romschke mit drin war, oder? Gehe ich zumindest davon aus. Oh, links. Lässt sich Trouble naschen, aber es darf was mit Refact. Er kann es auch mit AWP. Gegen Hooch, keine Chance. Rex am A gewinnt das Duell. Von CDBS geflasht. Wird weggeholt und nur noch Tornado Tony gegen 2. Rechnet er mit ihm am Kurz? Also wenn jetzt die Flash kommt, weiß er, dass er lang ist. Und die Smoke liegt gut, der ist schon links. Und Genie über Kurz. Aber. Tony hat viel zu wenig HP, kann aber immer nachlegen. Also wird
geholt von Ginny. Mit Bang Headshot. Somit fünfte Runde. So, vielleicht erleben wir jetzt mal die letzten Runden auf dem Haltefort. So, nochmal ein B-Rush. Auf Genie aufhalten. Boah. Schön, komm, hol dir das Ace. Schön. Schönes Ace von Genie. So hält man Bego auf. So, Maus wieder mit Geld. Struxi spottet nur, ob Katas reingeht, haben selbst keine AWP. Alle mit AK ausgerüstet. Es ist lustig, wie sich der Bug das ganze Spiel fortsetzt bei Trouble, dass das Waffenmodel fehlt. Retry könnte das wahrscheinlich beheben, aber lohnt sich jetzt natürlich auch nicht mehr. So, Smoke für kurz, jetzt die Flash. Das darf was, muss an der Treppe aufpassen. Schön rumgezogen von Edik. So, großen Blocken weiter. Edik mit dem nächsten. Schlagrunde von ihm. Aber die Reflex von Tornado Tony an kurz. Trubly konnte auch den Langspieler machen, aber Trubel jetzt in seiner letzten Bombe kurz down. Ah, Equipment hat er auch nicht mehr viel. Kriegt auch direkt die Shots. Keine Chance dafür ihn, da konnte er nicht mehr viel machen. Schön verteidigt da von Rushed an kurz. Frags bekommen allerdings auch ein bisschen halbherzig eingenommen von Maus. Natürlich immer ein bisschen riskant. Nimmt man jetzt, also wenn man lang weiß, dass lang geblockt wird, nimmt man jetzt kurz mit Granaten ein oder nicht. Weil normalerweise wird er dann noch einfach außerhalb gespielt. Aber es ist natürlich auch manchmal so, dass dann doch einer noch kurz steht oder doch geblockt wird, zu zweit. Da kann man natürlich enorm variieren. So, scheint, dass Trubel jetzt gestorben ist. Oh, Strux ist durchs Tor. Saphros, sehr schön, macht den auch. Jetzt gegen zwei. Beide Base. Strux mit dem ersten. Sie wissen, wo der zweite ist. Next kann er B legen. LK gegen zwei. Hat Next eine Waffe? Er hat keine. Oh, Next hat 100 HP. Da sollte er eher der sein, der... Oh, schöner Refact. Sehr schön gehandelt vom Maus. Der holt hier die Equip... die... Nicht die Equip, das war eine Eco. Das Geld ist jetzt erst rein. Weil Star Wars hatte die... Ich weiß nicht, ob sie vorher gekauft hatten, aber auf jeden Fall schöne Runde von Maus. Wieder mal ein souveräner Sieg. Und das lässt